Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgefuckt hier auf die Filmfabrik. Vor kurzem wurde bekannt, dass Bane-Darsteller Tom Hardy in einem Venom-Solo-Film Spider-Mans größten Erzfeind verkörpern wird. Da sind wir doch mal wahnsinnig gespannt drauf. Das könnte natürlich geil werden, aber vor allem stellt sich die Frage, ob das überhaupt funktionieren kann, ohne dass es eventuell einen Spider-Man im Film gibt. Auf jeden Fall haben wir uns diese Neuigkeit zum Anlass genommen, um heute mal über 8 verschiedene Spider-Man-Bösewichter aus den Comics zu sprechen, die bisher noch in keinem einzigen Film verarbeitet wurden, aber unbedingt mal realisiert werden sollten. Wir starten mit Morbius, dem lebenden Vampir. Morbius war ein Biochemiker, der sogar den Nobelpreis gewinnen konnte. Er versuchte, sich mit neuartigen Methoden von einer seltenen Blutkrankheit zu heilen und zog sich einen sogenannten Pseudovampirismus zu. Also de facto wurde er zu einem Scheinvampir. Über verschiedene Reihen hinweg bekämpfte er Spider-Man und die X-Men und bekam irgendwann sogar seine eigene Comicreihe. Dabei passt Morbius perfekt in die heutige Zeit. Er ist ein Vampir, aber eben nur scheinbar, und sein seltener Zustand ist hyperrealistisch aufbereitet, also ohne jeglichen Okkult oder übernatürliche Gegebenheiten. Morbius ist in der Spider-Man-Welt ziemlicher Kult und hätte seinen eigenen Filmauftritt definitiv verdient. Wer die Spider-Man Animated Series, also die eine Zeichentrickserie, gesehen hat, der dürfte auch Scorpion kennen. In der Serie war das mal ein Kerl namens Mac Cargan, der ein ziemlicher Loser war. Er nimmt eines Tages das Angebot von J. Jonah Jameson an und lässt sich mit einem Anzug verbinden, der ihm die typischen Kräfte eines Skorpions gibt, um Spider-Man eins auszuwischen. Im Anzug ist er nicht nur unglaublich stark, sondern auch extrem wendig. Er kann seinen Schwanz nicht nur als Schlagwaffe einsetzen, sondern auch Säure abfeuern. Scorpion muss alleine deswegen einmal vorkommen, weil es die klassische Superheldenformel bedient, denn der Skorpion ist der natürliche Feind der Spinne. Das wäre doch alleine schon mal ein geiles Motiv. Scorpion könnte extrem mitreißende Action-Szenen verantworten, deswegen sollte er unbedingt mal in einem Spider-Man-Film vorkommen. Ein ganz kleiner und sehr unbekannter, aber kultiger Spider-Man-Bösewicht ist Big Wheel. Es gibt einen sehr guten Grund dafür, warum Big Wheel so gut wie gar nicht aufgegriffen wurde bisher. Schaut ihn euch einfach an. Jackson Wheel, haha, ist ein Geschäftsmann, der seine eigene Firma abzieht. Er engagiert einen Dieb namens Rocket Racer, denn die Firma besitzt Beweise, die Rocket Racer nun klauen soll. Doch der Dieb erpresst Jackson Wheel mit seinen Funden. Das treibt Jackson Wheel dazu, Selbstmord begehen zu wollen, doch der Rocket Racer hält ihn davon ab. Völlig verzweifelt und aufgelöst geht Jackson Wheel zum Tinkerer, der ihm ein riesiges Rad mit Armen und Maschinengewehren baut. Big Wheel ist so bescheuert und so daneben, dass er echt mal in einem Film vorkommen muss, und auch wenn es nur so ein Film wie Lego Spider-Man ist. In The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro wurde mit Electro ein legendärer Bösewicht aus der Spider-Man-Welt verarbeitet. Electro heißt in den Comics eigentlich Max Dillon und ist Elektriker, doch nach einem Blitzschlag ist er plötzlich in der Lage, Elektrizität zu kontrollieren. In der Serie Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde sperrt Electro Spider-Mans Kollegen in einer Arcade-Maschine ein. Dort stoßen sie dann auf einen Bösewicht namens Videoman. Und schaut ihn euch einfach mal an, was für ein junger Gott. Videoman ist definitiv einer der verrücktesten, abgedrehtesten, aber auch interessantesten Bösewichter des Spider-Man-Universums. Der erste kostümierte Bösewicht, gegen den Spidey jemals in der Historie der Spider-Man-Comics antreten musste, war Chameleon, also Chameleon. Und das war nicht nur irgendein Bösewicht. Chameleon oder Chameleon ist einer der gefährlichsten Gegner von Spider-Man, denn Chameleon hat die Fähigkeit, sich in jeden und alles zu verwandeln. Chameleon heißt eigentlich Dmitri Smerdiakov, und der entdeckte als Kind seine große Liebe fürs Theater. Vor allem für Kostüme und Masken interessierte er sich. Dabei ist Chameleon sogar der Halbbruder von einem weiteren großen Spider-Man-Bösewicht, nämlich Kraven dem Jäger. Sergei Kravinov ist ein russischer Großwildjäger, der sich das große Ziel gesetzt hat, Spider-Man zur Strecke zu bringen, nachdem er sich durch das Tierreich gemordet hat. Kraven trägt ein sehr abgefahrenes Kostüm, das aus verschiedenen Tierfellen besteht. Obwohl er Jäger ist, kämpft er am liebsten mit bloßen Händen. Er hat keine übermenschlichen Fähigkeiten, aber er benutzt mysteriöse, exotische Dschungeltränke und Drogen, um seine Leistungen zu maximieren. Kraven ist einer der wichtigsten Gegner in der gesamten Spider-Man-Historie. Tatsächlich gilt die Reihe Kraven's Last Hunt unter Fans als eine der besten Spider-Man-Reihen überhaupt.
Ein weiterer absoluter Klassiker ist Carnage. Carnage ist Cletus Cassidy, ein psychopathischer Serienkiller, der New York terrorisiert und von Spider-Man ins Gefängnis verfrachtet wird. Dort lernt er seinen Zellengenossen Eddie Brock kennen und den kennt man, das ist nämlich Venom. Als Brock sich da, also aus dem Gefängnis, wieder mit seinem Symbionten verbindet und da ausbricht, gelangt ein kleiner Tropfen seines Bluts in Cassidys Blutkreislauf und so wird er zu einem Venom-artigen Monster namens Carnage. Im Gegensatz zu Venom, der ja teilweise durchaus gute Motive hat und in manchen Comicreihen auch eher so ein Anti-Held ist, ist Carnage ein blutrünstiger Killer, der die nette Spinne aus der Nachbarschaft vernichten möchte. Carnage ist einfach nur cool und sollte deswegen mal als Hauptbösewicht oder als einer der kleineren in einem Spider-Man-Film vorkommen. Einer meiner ewigen Lieblingsbösewichter in der Marvel-Welt ist aber ohne Zweifel Mysterio. Wer er ist und was er kann, ist gar nicht so einfach zu erklären, denn er wurde schon in verschiedenen Reihen mehrmals neu erfunden und neu interpretiert. Der erste Mysterio hieß Quentin Beck. Der hatte nicht einmal Superfähigkeiten, sondern konnte schlichtweg wahnsinnig gut zaubern und hatte einen Anzug mit verschiedenen Waffen. Mit einem Projektor konnte er sogar verschiedene Illusionen erzeugen, um seine Gegner in die Irre zu führen. Aber der dritte Mysterio zum Beispiel, Francis Klum, konnte Körper und Geist von fremden Menschen kontrollieren. Einen unglaublich geilen Auftritt hatte Mysterio beispielsweise in der Comicreihe Old Man Logan. Da machte er mit Wolverine nämlich etwas ganz Besonderes. Aber was genau? Das könnt ihr in einem anderen Video der Filmfabrik erfahren. Ich habe nämlich in einem Video sehr ausführlich darüber gesprochen, worum es in der Comicreihe Old Man Logan geht, also den Comic nacherzählt. Das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen und schreibt uns ansonsten mal, ob wir jemanden vergessen haben oder wo ihr überhaupt nicht zustimmt. Bei meiner Recherche bin ich übrigens auch auf zahlreiche extrem lächerliche Spider-Man-Bösewichter gestoßen. Schreibt doch mal, ob wir einen Worst of der lustigsten und lächerlichsten Spider-Man-Bösewichter machen sollen. Abonniert auf jeden Fall unsere Social Media Kanäle und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper.